Der Polizist und die Polizisten, die Mitglieder der Exekutive des Bundesheers, die getötet worden sind im Zuge der Februarkämpfe, Herr Kollege Fichtenbauer, die können und müssen nicht rehabilitiert werden. Die waren nie angeklagt und von daher stellt sich diese Frage nicht. Auf die historische Dimension dieses heutigen Gesetzes ist vom Präsidenten Neugebauer und Kollegen Jarolim hingewiesen worden. Ich darf das nur unterstreichen. Ich darf dazu sagen, dass es, glaube ich, in einer Zeit beschlossen wird, wo wir die Rückbesinnung auf diese Epoche Anfang der 30er Jahre mit gutem Recht machen. Ich erinnere daran, dass es die Zeit war, in der ja nicht nur in Österreich der Faschismus vor der Tür stand, sondern das war ein europäisches Phänomen. Ausgelöst durch eine Wirtschaftskrise, ausgelöst durch ein blindwütiges Sparen der Regierungen, nämlich ein Sparen an den Armen und Ärmsten der Gesellschaft. Eine Politik, die damals dazu geführt hat, dass sich Opposition nahezu aufgedrängt hat, dass sich Widerstand aufgedrängt hat und dass Menschen natürlich empfänglich waren für politische Rattenfängerei. Von daher tun wir gut daran, heute uns auch daran zu erinnern. Und es ist keine Geschichtsklitterung, was wir hier betreiben, Kollege Fichtenbauer. Nein, es ist Aufarbeitung und es ist insofern ein historisches Gesetz, als endlich in Österreich eine gewisse Normalität einsetzt, was die Betrachtung des Hohen Hauses anlangt. Und hier darf ich in dem Fall, überraschenderweise stimmt ja auch die Freiheitliche Partei zu, im Ausschuss war das noch nicht der Fall, was die Betrachtung der Zeit von 1933 bis 1938 anlangt. Erstmals legen wir fest, ja, es war Unrecht, was damals begangen ist. Erstmals ist diese Unrechtsklausel mit drin. Erstmals sprechen wir Achtung aus jenen, die die Demokratie verteidigt haben, und zwar sehr wohl auch im Februar 1934. Sehr wohl ging es darum, hier republikanische Grundsätze zu erhalten, demokratische Grundsätze zu erhalten. Denn was anderes, wenn nicht Widerstand, ist angesagt, wenn man mit Polizei und Bundesheer das Parlament absperrt und verhindert, dass reguläre Sitzungen stattfinden können. Wann, wenn nicht zu einem solchen Zeitpunkt, ist Widerstand angesagt? Und natürlich war dieser Widerstand legitim. Das ist für uns überhaupt keine Frage. Ich halte auch die Anbindung an das Opferfürsorgegesetz durchaus für praktikabel. Bei aller Kritik, die wir durchaus gemeinsam an diesem Gesetz üben können, aber die grundsätzliche Einteilung, die damals getroffen worden ist, war eine praktikable. Denn wichtig, und das ist der zentrale Punkt heute, ist es, dass wir jenen Anerkennung aussprechen, die eben für dieses unabhängige und demokratische Österreich eingetreten sind. Das war eine bewusste Entscheidung. Die Nationalsozialisten sind hier natürlich nicht mit dabei und von daher war diese Entscheidung natürlich auch alternativlos. Der Begriff Faschismus taucht nicht auf. Wir hätten das gewünscht, es hätte für mehr Klarheit gesorgt. Wir hätten hier durchaus anknüpfen können an große Politiker der Nachkriegszeit wie Leopold Figl, die diesen Begriff sehr wohl verwendet haben. Wir hätten anknüpfen können auch an Gesetze, ich denke etwa an die Befreiungsamnestie, wo dieser Begriff sehr wohl auch vorkommt. Aber die Inhalte passen und von daher war es für uns keine Frage, dass wir dem zustimmen werden. Und dieses Tabuthema endlich einer Lösung zuführen können. Denn seit 1945 hat es auch in diesem Hohen Haus zwar keine reelle Auseinandersetzung, aber immer wieder spontane Konflikte genau um diese Frage gegeben.
Als Bundeskanzler Faymann im Februar 2009 gemeint hat, es gäbe keinen Handlungsbedarf und das bezogen hat darauf, dass er immer wieder mit Historikern reden, war für uns klar, wir müssen handeln. Kollege Steinhauser und ich haben daraufhin einen Brief verfasst an Historikerinnen und Historiker dieses Landes. Einige sind ja auch da. Was dann dazu geführt hat, dass es doch zwar 3 Jahre jetzt gedauert hat, aber immerhin zu einem Ergebnis gekommen ist, auf das wir, glaube ich, durchaus stolz sein können. Ich erinnere daran, dass auch etwa Menschen wie Fritz Probst Widerstand geleistet haben und durchaus auch noch Menschen leben, die betroffen sind. Ich erinnere daran, dass die Kinder und Enkel dieser Menschen da auch betroffen sind. Ich möchte vielleicht einem noch danken, der noch nicht erwähnt worden ist, Staatssekretär Ostermeier, der, glaube ich, zu einem sehr kritischen Zeitpunkt eingegriffen hat und auch seinen wesentlichen Beitrag dazu geleistet hat, dass wir heute ein positives Ergebnis vorweisen können. Dieses Gesetz ist, glaube ich, tauglich. Es ist ein gegenwartstauglicher Blick auf die Vergangenheit. Kollege Präsident natürlich, Neugebauer hat das zu Recht erwähnt. Herr Präsident, wir bräuchten jetzt vielleicht auch noch den Elan, den wir nutzen könnten für ein zukunftstaugliches Gesetz. Ich denke da vor allem an das Schulsystem. Vielleicht reicht unser Reformelan dann ja auch noch aus, wenn wir diese Kraft mitnehmen, um auch eine umfassende Bildungsreform noch angehen zu können. Abschließend, meine Damen und Herren, der heutige Beschluss ist ein Beschluss, der einer Demokratie würdig ist. Es ist ein Beschluss, der, wenn wir den auch richtig transportieren und leben, zu einer Stärkung des demokratischen Bewusstseins in unserem Land beitragen kann. Und das, da sind wir uns sicher, ist in der gegenwärtigen Situation notwendig. Wir brauchen in Österreich keine Zustände, wie wir sie derzeit in vielen europäischen Ländern haben. Das verhindern wir damit, dass wir so umgehen wie bei der Vorbereitung dieses Gesetzes. Ich bedanke mich ausdrücklich dafür. Der heutige Gesetzesbeschluss sei von historischer Dimension, sagt Harald Walser von den Grünen. Es sei ein wichtiger Schritt zur Aufarbeitung österreichischer Geschichte.